Welcher Faktor ist eigentlich für die Märkte entscheidender? Die Ukraine-Krise oder doch die Fed? Denn eins scheint doch klar, die Fed hat eine hawkische Wende vollzogen im November in Gestalt von Jerome Powell und Lyle Brainard, die in ihren Erklärungen zur Neunominierung durch US-Präsident Biden beide gesagt haben, Inflation, da ist unser oberstes Prinzip, da ist die oberste Priorität, dass wir diese Inflation bekämpfen, ergo wir werden die Zinsen anheben, ergo wir werden die Bilanzsumme reduzieren, und seitdem ist für die Aktienmärkte irgendwie der Wurm drin. Jetzt kommt die Ukraine-Krise noch oben drauf und das ist natürlich schon eine Menge Holz, aber es gibt eine interessante Wechselwirkung zwischen der Ukraine-Krise und den Zinserwartungen der Märkte. Denn je stärker die Ukraine-Krise eskaliert oder deeskaliert, dann hat das sofort eben Auswirkungen auf die Zinserwartungen der Märkte. Und eigentlich ist es dann gar nicht so schlecht, wenn die Zinserwartung fällt, weil die Lage um die Ukraine sehr unsicher und sehr problematisch erscheint. Auf der anderen Seite steigen die Märkte, wenn es Deeskalation mal wieder gibt, dann steigen aber auch die Zinserwartungen und dann steigen auch wieder die Renditen für Staatsanleihen. Also es ist eine seltsame Gemengelage und wir wollen uns die aktuelle Situation mal anschauen, wie die sich darstellt. David Rosenberg sagt hier vielleicht nicht zu Unrecht, also wenn jetzt wirklich die Angst um diesen Ukraine-Konflikt das Dominierende wäre, warum sind dann zum Beispiel Autoaktien 30% von ihrem Hoch oder Homebuilders 24% von ihrem Hoch oder Einzelhandelsaktien 19%? Was hat das alles mit Geopolitik zu tun? Nein, das hat damit zu tun, dass praktisch die Märkte davon ausgehen, dass die Straffung der Geldpolitik zu einem ökonomischen Abschwung führen wird. Und ich glaube, da hat der gute David Rosenberg natürlich einen Punkt, denn es ist vor allem seit Jahresbeginn wirklich der Wurm drin, als die Fed am 5. Januar das FOMC-Protokoll veröffentlicht hat, da ziemlich klar gemacht hat, wir meinen es wirklich ernst. Vorher hatten die Märkte gedacht, naja, lass die mal reden, lass die mal spielen. Aber es war dann so ein gewisser Gamechanger eben vorhanden. Deswegen geht es vor allem seit diesem 5. Januar sehr volatil zu, mit Schwäche bei den US-Aktienindizes. Und ja, die Stimmung ist schlecht. Die US-Aktienmärkte sind überverkauft im kurzen Zeitfenster. Hier sehen wir etwa mal Investors Intelligence, Bulls to Bears, also praktisch das Verhältnis von Bullen zu Bären. Und das ist wirklich sehr, sehr niedrig. Die Stimmung ist also bei diesen Börsenbriefen miserabel, muss man sagen. Und wir sehen, dass da auch wirklich schon Schaden entstanden ist. Liz Ensonders zeigt hier, dass der durchschnittliche Drawdown, also der durchschnittliche Verlust im Nasdaq wie auch im Nebenwerteindex Russell 2000 bei der Durchschnittsaktie 23% beträgt. Das ist also schon, ja, Bärenmarkt, das kann man nicht anders formulieren. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass eben auch die Privatinvestoren in den USA ziemlich negativ sind. Da ist nämlich der Anteil der Bullen unter 20% gerutscht und normalerweise sind dann die nächsten Monate ziemlich positiv, weil diese bärische Stimmung der Privatinvestoren als ziemlich zuverlässiger Kontraindikator gilt. Ist das jetzt auch gültig? Also kommt jetzt die Drehung an den Märkten? Ja, schauen wir mal hier zum Beispiel auch das Twitter-Sentiment an. Da sehen wir auch sehr, sehr negatives Sentiment. Und von John Livermore ist der Satz überliefert, Märkte irren sich nie, nur Meinungen irren. Da könnte was dran sein. Jedenfalls sehen wir, dass die Meinung eben ziemlich negativ ist. Diese Gemengelage aus eben einer Straffung der Geldpolitik und diesen geopolitischen Spannungen, die liegt den Märkten doch ziemlich im Magen. Aber es gibt natürlich nach wie vor Optimisten und JP Morgan, diese wohl einflussreichste Bank an der Wall Street, zählt zu diesen Optimisten. Marco Kolanovic oder auch Dubravko haben heute wieder gesagt, also wir sehen diesen Dip als Kaufgelegenheit. Das haben sie allerdings schon uns etwas länger erzählt, sodass die Kaufgelegenheiten jetzt immer häufiger geworden sind durch die Dips. Aber sei es drum, einer, der das nicht glaubt, ist Stuart Kaiser von der UBS, der sagt, don't buy the dip, kauf diesen Dip nicht, sondern die Gemengelage ist schlichtweg zu ungünstig. Wir warten, bis sich das Ganze so ein bisschen beruhigt, hoffentlich um die Ukraine, und dann würden wir wieder Finanzwerte und Energiewerte kaufen, also jene Sektoren der Märkte, die am besten gelaufen sind. Der Energiesektor ist ja der einzige der 11 S&P 500 Sektoren von den 11, der im Plus ist. Dann kommt an zweiter Stelle Finanzwerte mit leichten Verlusten und Hedgefonds, by the way,
Die haben jetzt sehr stark umgeschichtet raus aus Tech-Aktien und sind vor allem in billigere Aktien gegangen. Das ist also praktisch jetzt die geringste Tech-Exposure dieser Hedgefonds seit einem Jahrzehnt, wie Goldman Sachs hier beschreibt. Also da ist ein echtes Umdenken passiert, da ist Value besser gelaufen als Tech. Das ist ja genau die Umkehrung der Situation der letzten Jahre, als eben vor allem Tech gut gelaufen ist, Value nicht gut gelaufen ist, Energie nicht gut gelaufen ist, Rohstoffe nicht gut gelaufen sind. Aber jetzt sind wir in einem tendenziell inflationären Umfeld und da ist scheinbar eine andere Logik, vor allem wenn die Notenbanken dann auf dieses Umfeld reagieren, auf dieses Inflationäre und so ein bisschen hinter der Kurve waren und jetzt eben umso stärker dann auf die Bremse treten müssen. Wir sehen gewisse Ähnlichkeiten hier mit dem Jahr 2018, sieht auch Liz Ann Saunders, die sagt, schaut euch mal diese Fang Plus Aktien an, also die großen Tech-Werte, wenn man so will, die underperformen den S&P 500. Das ist jetzt die größte Outperformance seit 2002 oder die Outperformance seit 2020, die Fang-Aktien ja absolvieren konnten, die ist jetzt komplett weggeblasen. Das ging relativ zackig, aber da ist natürlich auch noch gut Strecke, wie wir hier in diesem Chart sehen. Also da ist natürlich eine lange Zeit dieser Tech-Sektor sehr, sehr gut gelaufen, aber zumindest jetzt seit August ist das erstmal wieder neutralisiert, kann man sagen. Und diese Parallele zu 2018, die hat auch Morgan Stanley in diesem unteren Chart hier mal aufgezeigt. Dementsprechend könnte jetzt so ein Bounce nach oben kommen, praktisch so ein bisschen als Bullenfalle, bevor dann ein ziemlich heftiger und vielleicht finaler Ausverkauf kommt. Generell ist es ja so, dass der S&P 500 so teuer ist wie selten jetzt im Vergleich zu anderen Jahren, wo dann die Fed begonnen hat, die Geldpolitik zu straffen, ergo also Zinsen anzuheben. Dementsprechend ist da eben die Fallhöhe auch relativ hoch, weil eben die Bewertungen hoch sind. Es ist ja alles gestiegen mit der Liquidität, was nicht schnell genug auf den Baum gekommen ist. Und da war also wirklich kaum eine Ausnahme zu konstatieren, vor allem im Tech-Sektor. Aber jetzt sehen wir, dass diese Korrektur, die derzeit der Fall ist, schon durchaus einer der heftigeren ist, der letzten Jahrzehnte, kann man sogar sagen, seit 1970. Und die Korrektur dauert schon länger, als die Durchschnittskorrektur dauert, was die Zeit betrifft, noch nicht ganz, was die Tiefe des Drawdowns, also die Tiefe des Abverkaufs betrifft. Aber es ist da durchaus was passiert. Und der Nasdaq 100, den Sie hier im Chart sehen, der ist natürlich jetzt in der Nähe eines sehr, sehr neuralgischen Punktes. Wir hatten hier ein Tief gemacht in diesem Bereich, 13.720 im Januar. Dann haben wir uns ein bisschen erholt. Jetzt sind wir wieder runtergekommen. Jetzt versuchen wir von diesem Niveau uns wieder ein bisschen abzusetzen. Aber das könnte natürlich doch schon nochmal heftig werden. Technisch wäre das Bild dann doch ziemlich negativ, wenn das passieren würde. Aber die Dinge ändern sich schnell. Das haben wir jetzt gerade in diesen geopolitischen Situationen gesehen. Was sich nicht ändert, ist die Outperformance von Commodities. Hier sehen wir mal, der beste Trade des Jahres wäre gewesen bisher Long Commodities, also Rohstoffe, und Short den Nasdaq. Damit hätte man 36% seit Jahresbeginn erzielt. Und heute sehen wir, dass etwa der Bloomberg Commodity Index jetzt ein neues Allzeithoch erreicht hat. Aluminium, Erdgas, aber auch Weizen heute deutlich gestiegen. Und Ukraine ist ein nicht unwesentlicher Weizenexporteur, aber vor allem auch eben die Russen sind der größte Weizenexporteur der Welt. Also da ist schon ein bisschen Unruhe in diesen Märkten drin. Dazu kommt, dass eben die Rohstoffe noch von Inflation in der Regel profitieren. Aber hier sehen wir mal dieses Wechselspiel zwischen der Fed oder der Erwartung an die Fed und der geopolitischen Risiken. Wir sehen, dass also immer, wenn sich die Situation ein bisschen entspannt, dann die Fed-Hike-Probabilities für einen 50-Basispunkte-Schritt, also 0,5% Zinsanhebung, nach oben geht. Und wenn Krise ist, wenn Eskalation ist, dann geht das wieder nach unten. Also die Märkte, die sind jetzt genau fast so in diesem Zwischenfeld zwischen, ja, die Fed wird ein Viertelprozent anheben oder ein halbes Prozent. Spannende Geschichte, wie das alles sich ausformt hier. Jetzt kommen wir mal zu diesem Ukraine-Konflikt. Jetzt hatten auch einen Bericht von Newsweek die beiden Administrationen Ukraine gewarnt, dass innerhalb der nächsten 48 Stunden eine Full-Scale-Invasion
praktisch bevorstünde, mit also dem Ziel offenkundig die gesamte Ukraine zu annektieren. Und richtig ist ja, dass Putin in einem Aufsatz des Jahres 2021, war es glaube ich im Juli, ja gesagt hat, also die Ukrainer, das sind ja eigentlich Russen, wenn man so will, das ist ja eigentlich russisches Territorium. Richtig ist aber auch, dass eben in der Ukraine nur sehr wenige Gebiete wirklich eine sehr russophile Bevölkerung haben. Das ist eben da im Donbass, der derzeit ja so das Krisengebiet Nummer 1 ist. Das ist im Süden dann etwa noch Odessa und Charkow. Und das war es aber dann innerhalb der Ukraine. Wenn Sie Kiew und vor allem Westukraine angucken, da ist für Russland wenig Sympathie vorhanden. Also das wäre schon ein Riesenaufriss. Da würde dann wirklich Widerstand aus der Bevölkerung kommen. Und jetzt sagt man ja, die Russen, die haben so 100.000, 120.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine. Man geht aber seitens von Militärexperten davon aus, dass mindestens 500.000 Soldaten nötig wären, um eine solche Komplettinvasion der Ukraine wirklich bewerkstelligen zu können. Also, was ist das? Ist das hier wieder dieser Alarmismus der Amerikaner, die ja eigentlich immer davon gesprochen haben, ja, Kiew wird eingenommen werden, die wollen Kiew bombardieren etc., aber das hat sich ja als nicht so richtig herausgestellt, was da passiert ist. Da haben die Geheimdienste oder wer auch immer versucht, so ein bisschen den Alarmknopf zu drücken. Jedenfalls sehen wir, dass die Aktienmärkte heute wieder natürlich volatil waren. Zunächst nach Berichten, wonach die auch bestätigt sind, nachdem es Cyberattacken gegeben hat auf verschiedene ukrainische Ministerien. Wir sehen hier, wie die anfangs noch recht ordentliche Laune der Wall Street dann direkt abverkauft wurde und dann eben noch dieser Bericht bei Newsweek von wegen Komplettinvasion der Ukraine. Also es bleibt angespannt die mentale Lage in dieser geopolitischen Krise und wir sehen das. Hier etwa die russischen 5-Year Credit Default Swaps, also praktisch die Kreditausfallversicherungen für den Staat Russland, deutlich gestiegen sind, jetzt über 400 Basispunkte. Das ist das erste Mal seit 2015, dass dieses Niveau erreicht wird. Und das, obwohl Russland ja einen sehr soliden Haushalt hat, einen Handelsbilanzüberschuss hat. Man nimmt also mehr Geld ein, als man ausgibt. Man hat erhebliche Währungsreserven, wie ich heute Morgen gezeigt habe, akkumulieren können. Also da ist auf jeden Fall eine gewisse Nervosität. Und wenn man sich diese Sanktionen anschaut, ich hatte das heute Morgen schon thematisiert, es sind ja eher Sanktionchen. Das ist ja bisher ein kleines Strohfeuer, könnte man sagen. Und die Deutschen haben ja dann als Erste reagiert und gesagt, ja, wir canceln mal Nord Stream 2, aber auf der anderen Seite ist Russland nach wie vor der drittgrößte Öllieferant der USA und daran hat sich nichts geändert. Also die Russen sagen nicht, also jetzt nehmen wir kein Öl mehr aus Russland, die Amerikaner sagen nicht, jetzt nehmen wir kein Öl mehr aus Russland. Die Deutschen jedenfalls streichen hier erstmal Nord Stream 2. Also das bringt so ein bisschen das auf den Punkt, was der Fall ist. Vielleicht, wenn es ganz dumm läuft, die Amerikaner kaufen russisches Öl und verkaufen es uns dann als Zwischenhändler an die Deutschen. Großartig, machen noch einen riesen Profit dabei, gell? Aber die Deutschen zahlen alles, ne? Also da sind wir ganz entspannt. Wir haben es ja. Wir zahlen indirekt die Russen, indem wir direkt die Amerikaner bezahlen, dann ist das auch sauber, das Öl. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Und diese Gemengelage trifft jetzt auf eine Situation, in der eigentlich die Notenbanken, die Zentralbanken in der Krise sind, in einer Glaubwürdigkeitskrise. Die haben uns permanent erzählt, ja, Inflation ist kein Problem, jetzt versuchen sie irgendwie hinterher zu hecheln, nach wie vor das Problem zu leugnen, wie die EZB oder doch eben jetzt zumindest verbal ein bisschen wieder in Richtung Kurve zu kommen. Darüber werde ich morgen mit dem Kollegen Stefan Risse mit Thomas Mayer sprechen. Thomas Mayer, der vielleicht wichtigste Finanzökonom unserer Zeit, also zumindest hier in Deutschland, kann man das wohl sagen. Er ist nicht nur jemand, der als Ökonom wirklich extrem bedeutend ist, sondern er hat auch jahrelang eben im Finanzsektor gearbeitet und das ist wirklich eine Qualität, weil viele der Ökonomen sind reine Theoretiker, der weiß, wie es sozusagen wirklich abläuft in der Finanzindustrie, ehemaliger Chefvolkswirt ja der Deutschen Bank, bei verschiedenen Banken gearbeitet, beim IWF gearbeitet, jetzt bei Flossbach von Storch. Also eine faszinierende Persönlichkeit. Morgen um 19 Uhr. Ich packe Ihnen den Live-Link unter das Video.
morgen 19 Uhr wirklich merken, das könnte ein echtes Highlight werden. Wohin steuert unser Geld? Und dann noch zwei Artikelempfehlungen. Der erste aktuell, EU-Parlament arbeitet de facto am Bitcoin-Verbot. Da kommt etwas. Da gibt es wohl ziemlich Gegenwind dafür. Da will ich Ihnen mal diesen Artikel empfehlen, denn das ist wirklich ein ziemlich großes Ding, auch unter dem Video verlinkt. Und wirklich ein Stück aus Baron Münchhausen, könnte man sagen. ZDF, die Fake News Produktion, Giftgasangriff in New York, wo eine Journalistin jetzt eine ehemalige Mitarbeiterin des ZDF ausgepackt hat, wie man offenkundig irgendwie halt was Aktuelles brauchte. Das war im Umfeld des Irakkrieg damals, kurz vor dem Irakkrieg. Und dann hat man eben plötzlich mal so eine Story erfunden. Und das ist wirklich eine super lustige Geschichte, die ich Ihnen anempfehlen möchte, weil sie so ein bisschen diese Glaubwürdigkeitskrise der normalen Medien ein bisschen reflektiert, weil sie zeigt, dass die natürlich unter einem bestimmten Druck steht. Und wenn ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf, dann kann ich Ihnen sagen, dass ja diese ganzen Medien natürlich immer versuchen, den kleinsten gemeinsamen Nenner irgendwie zu finden, damit sie möglichst viel Publikum haben. Jetzt stellen sie fest, und das gilt vor allem für Print oder für Verlage, die eben vorher im Printbereich tätig waren, Print läuft nicht mehr, also Druck, das ist per se defizitär. Jetzt ist man also digital unterwegs und hat versucht, durch diese Plus-Modelle, also Abo-Modelle, für die Leute dann auch bezahlen, irgendwie über die Runden zu kommen. Aber auch das klappt nicht wirklich. Ganz wenige sind da in irgendeiner Form auch nur in der Nähe der Profitabilität. Und das ist jetzt ein Riesenthema. Wäre da nicht Google, die im Jahr 2020, im Juni 2020 umgesteuert haben und vorher jede Forderung dieser Verlage zurückgewiesen haben. Die Verlage haben gesagt, ja, wenn Google hier unsere Artikel-Display, so die ersten zwei, drei Zeilen in der Suchmaschine, dann möchten wir aber Geld haben. Google hat gesagt, nee, ihr könnt doch froh sein, dass ihr überhaupt hier vorkommt, dann werden eure Artikel geklickt. Was wollt ihr denn? Und plötzlich ist Google freiwillig im Juni 2020 auf die Verlage zugegangen und hat gesagt, wir geben euch Geld. Wir werden richtig schön in euch reinbuttern, denn wir sind ja interessiert an seriöser Information in Zeiten der Fake News. Und das war im Vorfeld des Wahlkampfs, den ja dann Sid Donald verloren hat. Also das sind interessante Zusammenhänge, meine Damen und Herren. Diese beiden Artikel plus der Live-Link, also drei Dinge, uno, due, tre, die sind für Sie absolutes Pflichtprogramm. Jetzt an Ihrem hochverdienten Feierabend. Ich sage jetzt Servus und Ciao. Wir sehen uns morgen zum Videoausblick und dann auf jeden Fall morgen Abend Boom und Bast, meine Damen und Herren. Servus, Ciao.